Ethereum diese Box bekommen. Und das ist mein persönliches Sicherheits-Starter-Pack. Das ist alles drin, was ich brauche, damit ich von allen möglichen Menschen geschützt bin. Denn man kann einfach niemandem in dieser Welt vertrauen. Na gut, dann fangen wir doch gleich mal an, mit was in dieser Box eigentlich wirklich drinnen ist. So, hier haben wir jetzt mal diesen stylischen Beißkorb. Und damit kann man sehr viel machen. Also, wenn du zum Beispiel mit jemandem tratscht und du seine Meinung überhaupt nicht cool findest, kannst du ihm einfach diesen Beißkorb aufsetzen und dann musst du seine Meinung gar nicht mehr hören und der braucht da schon eine eigene Meinung. Und hier habe ich eine sehr stylische, süße Webcam. Und wenn du die an deinen Computer zu Hause anschließt, kann das Ministerium immer dich überwachen und einfach überprüfen, dass eh alles in deiner Wohnung okay ist und dass du sicher bist. Du bist daher dann immer in deiner Wohnung ein kleiner Superstar, weil das Ministerium dir immer zuschauen kann. So, und hier haben wir Bundestrojaner Data Control. Das ist ein Programm, das das Innenministerium selbst gemacht hat. Und wenn du das auf deinem Computer installierst, hat das Ministerium kompletten Zugang und Überblick über alle Sachen, was auf deinem Computer passieren und was alles, was du tust. Und so können sie auch gefährliche Inhalte vor dir entdecken. Hier haben wir ein Foto von meinem Auto auf der Autobahn auf dem Weg zu meiner Oma. Und warum ist es jetzt in diesem Paket? Das Coole ist, dass das Innenministerium jetzt auch immer dein Auto tracken kann. Und das machen sie nicht nur bei dir, sondern bei allen. Und deswegen können sie auch sehen, wo jeder hinfährt, wo jeder ist und was jeder macht. Und dadurch hat dann auch wieder der Staat eine komplette Kontrolle über was passiert und einen super Überblick. Und zu guter Letzt haben wir diesen süßen kleinen Button. Da steht drauf, ich bin Gefährder, du auch. Und die Message davon ist, dass man niemandem eigentlich vertrauen kann. Es kann jeder gefährlich sein, es könnte jeder Terrorist sein, sogar man selbst. Und das gefährdet man und weiß auch gar nicht mal, wer wirklich jetzt gefährlich ist. Aber das weiß das Innenministerium, Gott sei Dank. Dank allen Sachen, die sie uns diese Box geben. Und dafür sind sie auch da. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir bitte ein Like und kommentiert eure Meinung zu dieser Box. Wenn ihr noch mehr Informationen zu dieser Box haben wollt, schaut einfach in der Description, da steht alles dazu drinnen. Ciao!